Liebe Freunde, ist euer Steinwall. Stellaris ist vor einigen Tagen endlich erschienen und nun könnt ihr alle es selbst ausprobieren und einschätzen, ob der Hype gerechtfertigt war oder nicht. Ich habe einige Anfragen bekommen, was nun eigentlich meine Meinung zu dem Spiel ist, und ich möchte in Form von zwei kleinen Videos darauf reagieren, in denen ich mich einmal der hellen und einmal der dunklen Seite von Stellaris widme. Dies ist kein Test, sondern der Versuch, auch mit Blick auf die anderen Paradox-Spiele ein paar grundsätzliche Dinge über das Spiel anzusprechen. Und da man ja immer mit dem Positiven anfangen soll, beginne ich nun also auch mit den hellen und erfreulichen Seiten dieses Spiels. Eigentlich wären da unendlich viele gelungene Kleinigkeiten zu erwähnen, aber ich möchte mich hier auf zwei Aspekte beschränken. Als erstes, das Early Game, also die ersten 5 bis 10 Spielstunden einer Partie, gestaltet Stellaris großartig. Und das Erstaunliche ist, dies ist schon ab der allerersten Partie, die man spielt, so. Das ist deshalb erstaunlich, weil die bisherigen Paradox-Spiele eher einsteigerunfreundlich waren, die ungeheure Vielzahl an Informationen, Regeln, Zusammenhängen und vor allem an Handlungsoptionen konnte überwältigend und einschüchternd wirken. Man musste als Neuling wirkliche Hürden überwinden, sich durchbeißen, um schließlich in den Genuss dieser Spiele zu kommen. Dass dies bei Stellaris anders ist, liegt natürlich an der Stunde Null-Konstellation, dem Beginn der Überlichtgeschwindigkeitsreisen. So etwas hat man bei einem historischen Setting höchstens, wenn man wie bei Civilization in der Steinzeit beginnt. Die Mechaniken von Stellaris sind nun aber auch so klug gebaut, dass sie diese langsam wachsende Komplexität gut steuern und man richtig in das Spiel hineingesogen wird. Schon das Tutorial ist gelungen und vor allem die vielfältigen Missionen im Early Game sorgen dafür, dass man immer weiter getrieben wird. Beispielhaft für die Einsteigerfreundlichkeit ist hier das Design des Forschungssystems. Anstatt dem Spiel am Anfang mit einem unendlich komplexen Forschungsbaum oder Netz zu überfordern, gibt es dieses erfrischende Auswahlsystem, durch das man Schwerpunkte setzen kann, ohne sich gleich auf eine Strategie bis zum Late Game hin festlegen zu müssen. Und im Übrigen ist das auch viel authentischer, denn welcher Wissenschaftler beginnt schon mit einer Forschung im Bereich A, weil er weiß, dass dadurch die Menschheit in 100 Jahren irgendwann mal das Ergebnis Z erreichen kann. Diese ersten Spielstunden sind also pickepackevoll. Man erkundet den Weltraum, breitet sich aus, entdeckt merkwürdige Phänomene, trifft auf andere Zivilisationen, optimiert die Wirtschaft auf dem Planeten, forscht, rüstet Schiffe um und so weiter. Kurz, man hat so viel zu tun und so viel passiert um einen herum, dass es eine Freude ist. Ich habe inzwischen etwa 5-mal dieses Early Game erlebt und es ist mir auch beim 5. Mal nicht langweilig geworden, weil immer Neues passiert und natürlich auch die Startsituation immer wieder neu und anders war. Das Early Game von Stellaris ist fantastisch und ein großer Wurf. Der zweite Aspekt, der dieses Spiel herausragend macht, ist meines Erachtens das Potenzial des Multiplayer-Modus. Ich habe bisher zwar nur 2x3 Stunden im Multiplayer verbracht, aber ich glaube, der Eindruck genügt, um mir ein erstes Urteil bilden zu können. Vorweg, mir scheint, dass bisher noch keines der Paradox-Spiele so stabil im Multiplayer gelaufen ist wie dieses. Ich habe bislang nicht einen einzigen Verbindungsabbruch erlebt, noch nicht einmal eine Synchronisationspause. Das sind also schon mal gute Voraussetzungen. Aber vor allem die gleiche Ausgangslage, mit der alle Spieler starten, ist wirklich motivierend. Das Universum als leeres, unbeschriebenes Blatt, auf dem sich jeder Spieler erstmal austoben kann und es keine regionalen oder historischen Abhängigkeiten gibt, tut dem Multiplayer-Spiel sehr gut. Natürlich, insbesondere wenn man das kompetitiv betreiben will, dann beginnt das spaßige Wettrennen um die meisten Planeten, die beste Wirtschaft, die größte Flotte. Aber auch ein kooperatives Spiel macht großen Spaß. Gerade wenn man nur zu zweit oder zu dritt ist, kann man bei den Startbedingungen definieren, dass man in unmittelbarer Nachbarschaft beginnt, um dann gemeinsam das Universum zu erobern. Wie gesagt, es gäbe noch so viele tolle Dinge zu erwähnen, aber ich belasse es erstmal bei diesen zwei Schwerpunkten, die mir besonders wichtig erscheinen. In einem zweiten Video widme ich mich den dunklen Seiten von Stellaris, denn wie so oft gilt auch hier, wo Licht ist, ist auch Schatten. Macht's gut, bis dann, euer Steinwall.